Heute werde ich zeigen, wie ich ein altes, zu lautes Computernetzteil austausche. Ich habe dieses Straight Power 10 Netzteil von Be Quiet bestellt. Außer dem Handbuch liegt ein Netzanschlusskabel sowie Kabelbinder und Schrauben dabei. Ich habe mich hier für das nicht-modulare Netzteil entschieden, das heißt, es verfügt über einen fest installierten Kabelstrang. Es gibt auch eine Modularversion mit Steckbuchsen, sodass nur die Kabel eingesteckt werden, die man auch benötigt, was wiederum für ein aufgeräumtes PC-Gehäuse sorgt. Für diesen PC ist dieses 400 Watt Netzteil vollkommen ausreichend. Die Leistung hängt von den verbauten Komponenten des PCs ab. Eine Berechnung des Leistungsbedarfs des PCs kann man leicht online durchführen. Dazu gibt es einen Link in der Videobeschreibung. Zuerst werde ich nun das alte Netzteil ausbauen. Um dies zu tun, löse ich vorsichtig alle Stecker auf der Rückseite des Computers. Ich lege das Computergehäuse auf den Schreibtisch und löse die zwei Schrauben, mit denen die Abdeckung befestigt ist. Hier sehen wir das alte 300 Watt Netzteil mit einem kleinen 80 mm Lüfter. Damit ich es ausbauen kann, müssen alle Stromstecker im Gehäuse gelöst werden. Alle SATA und Molex von Laufwerken sowie die ATX- und Prozessorstromversorgung vom Mainboard. Einige Grafikkarten haben ebenfalls eine zusätzliche Stromversorgung. Ich habe alle Kabel abgesteckt. Um es auszubauen, muss ich nun die Schrauben an der Rückseite von außen lösen. Es sind meistens 4 Stück. Jetzt kann das alte Netzteil vorsichtig herausgenommen werden, etwas zurückschieben und dann einfach herausnehmen. Vorsicht, denn bei einigen Gehäusen und großen CPU-Kühlern kann es eng sitzen. Hier sieht man, um wie viel größer der Be Quiet Lüfter ist. Ich bin gespannt, wie leise der PC dann laufen wird. Das neue Netzteil hat einen Lüfter von immerhin 13,5 cm Durchmesser. Jetzt ist es an der Zeit, das neue Netzteil einzusetzen. Das neue Teil kommt eigentlich so rein, wie das alte rausgekommen ist. Hier ist es bei dem CPU-Kühler ziemlich knapp. Aber da eigentlich alle ATX-Netzteile gleich groß sind, passt es. Ich schraube das neue Netzteil von außen am PC-Gehäuse wieder fest. Dazu werden auch diese Gehäuseschrauben mitgeliefert. Dabei muss man das Schraubloch genau ausrichten. Wenn man eine Schraube drin hat, gehen die anderen leicht rein. So, das Ding sitzt und jetzt kann ich die Stecker wieder anschließen. Als erstes den 24-Pin ATX-Stecker an das Mainboard. Ältere Mainboards haben manchmal nur 20 Pins, daher muss vor dem Einstecken der 4-Pin-Stecker angesteckt werden. Man kann auch erst den kleinen 4-Pin-Stecker einsetzen und dann den 20-Pin hinterher dazu. Jetzt die Prozessorstromversorgung, meistens hier der 12V P8 oder auch der P4 bei älteren Mainboards. Auch manchmal als CPU 1 und 2 beschriftet. Ich schließe das Netzteil mit dem SATA-Stecker an die Festplatte an. Wenn es noch andere Peripheriegeräte gibt, zum Beispiel zusätzliche Festplatten, Laufwerke oder auch Grafikkarten mit Stromanschluss, muss man diese natürlich ebenfalls anschließen. Das Be Quiet-Netzteil verfügt über alle nötigen Stecker. Hier nochmal kurz der Anschlussplan. Jetzt sollten die nicht genutzten oder zu langen Kabel im Gehäuse gut verstaut oder verlegt werden. Einige Kabelbinder werden dazu auch mitgeliefert. Gerade bei vollen Gehäusen mit vielen Bauteilen kann es sonst zu ungenügender Belüftung kommen. Da ich nicht das modulare Netzteil habe, kann ich die nicht genutzten Stecker nicht raussteckern, sondern verstaue sie in einem leeren Laufwerkschacht. Wichtig ist auch, dass die Kabel nicht in einen Lüfter gelangen können und diesen dann blockieren. So, ich habe alles angeschlossen und die Kabel einigermaßen verstaut. Ich werde jetzt nochmal versuchen, das Geräusch des neuen Lüfters zu messen.
Dazu stecke ich das Stromkabel außen an. Bevor das Netzteil und der CPU-Lüfter ersetzt wurden, betrug das kombinierte Luftlüftergeräusch über 40 Dezibel im Gehäuse. Ein ruhiger Raum misst schon 22 Dezibel. Wenn ich jetzt den PC einschalte, springt er kurzzeitig auf 40 Dezibel hoch. Und sinkt dann auf ca. 22 Dezibel ab, sobald die Temperatursteuerung einschaltet. Das ist richtig schön leise. Ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit diesem Austausch. Jetzt kann das Gehäuse wieder geschlossen und verschraubt werden. Handy natürlich vorher rausnehmen. Jetzt hätte ich etwas mein Handy im PC vergessen. Ich hoffe, dieses Video hilft, falls jemand sein Netzteil auch austauschen möchte oder seinen PC möglichst leise betreiben will. Auf meinem Kanal findet ihr unter anderem das Video zum Wechsel des CPU-Kühlers. Schaut euch gerne auf meinem Kanal um, indem ihr hier unten auf das Logo klickt. Ihr findet Produktlinks in der Videobeschreibung zu allen verwendeten Produkten. Schreibt mir gerne einen Kommentar, ob euch dieses Video geholfen hat. Abonnieren nicht vergessen. Habt noch einen schönen Tag und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.